Hallihallo und willkommen zur 57. Folge. Wir machen jetzt die vorletzte Hauptmission. In der letzten Folge haben wir die Macht des Rings vervollständigt. Und das werden wir jetzt an diesem liebenswürdigen Uruk-hai ausprobieren. Ich bin gespannt. Dieser Häuptling wagt es, meine Gefolgsmänner in Ketten zu legen. Niemand außer meinen Feinden soll Gefangenschaft erleiden. Und trotzdem sind es nur Uruks. Und lässt uns auf sich reiten. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Na, natürlich, jetzt ist der... Komm schon her. So. Da war doch ein Geräusch. Nein! Hoffentlich schießen meine Armbrustschützen. Komm, ein paar von euch wollen doch bestimmt zu mir, oder? Verdammt! Du zündest gar nichts an. Was habt ihr alle mit diesem scheiß Feuer? Lasst es doch einfach. So. Das ist einer von meinen Leuten. Oh. Okay, ich habe ein paar gute Schützen bei mir. Kämpft. Dann einfach eben das Leuchtfeuer. Oh Mann. Ja gut, das erste, das geht ja noch. Am zweiten wird es schon kritischer. So. Dafür, dass du so lange mir getrotzt hast, kommst du jetzt zu mir. Gehorche mir. Alter, welcher Depp... Achso, okay. Kämpft.
Ignoriere, was das war. Alter, wie da! Jetzt gehorcht mir! Alter! Genau so wird's gemacht. Ja! Komm schon! Nur einer würde mich verschonen. Oh, schade, der Schmied ist tot. Bereit zu sterben? Komm zu mir! Kommt alle zu mir. Ja, mehr Orks, mehr Gemetzel. Glück gehabt. Ich brauche noch ein paar von euch. So. Und jetzt kämpft für mich. Am besten stirbst du überhaupt nicht, sondern lässt andere ihren Tod sterben. Kämpft. Was war das? Los. Schade, dass da nicht die Gesamtzahl unserer Leute steht. Das wäre interessant. Ich muss den einen Ring noch verstärken. Los. Ja. Weg da! Auch alle auf einmal bringt nichts.
La, und jetzt kämpft auf meiner Seite. Oha. Deine Art ist weich. Ich wusste, du würdest dein Geschmeiß retten kommen. In Mordor ist kein Platz für Schwäche. Du wirst raus an dir. Meine Güte, du hast aber jede Menge Probleme, kann das sein? Naja, springe ich jetzt erstmal um. Und dann reden wir nochmal über Schwäche. Ach nein, ich bring dich ja gar nicht um. Ich zieh dich auf meine Seite. Oh, das ist arm. Ja, dann probiere ich jetzt das hier. Wow. Bade, überlasst ihn mir, mein Herr. Ich werde ihn winseln lassen. Dein Herr kniet bereits vor mir. Nimm deine dreckigen Hände weg, Elbding. Ich werde mich dir nicht beugen. Das hast nicht du zu entscheiden. Tja. So läuft's halt im Lande Mordor. Siege sind bedeutungslos. Mit jedem Schritt näherst du dich nur deinem eigenen Untergang. Du sprichst aus Furcht. Udun rutscht so leicht von deinen Fingern. Es gibt nichts, das ich dir nicht nehmen könnte. Die Antwort des dunklen Herrschers. Der dunkle Herrscher hat seine verbliebenen Häuptlinge geschickt, um Udun zurückzugewinnen. Biete ihm die Stirn und beherrsche sie, bevor du dich gegen Sauron selbst wendest. Das klingt doch gut. Das heißt, ich werde jetzt mit zwei Häuptlingen gleichzeitig zu tun bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Eine Hinrichtung. Da sind zwei meiner Häuptlinge, drei sogar. Seht euch diese Häuptlinge gut an. Im Dienste des dunklen Herrschers haben sie Großes erreicht. Aber sie haben uns verraten. Jetzt werden sie auf Knien sterben, wie die Feiglinge, die sie sind. Sauron gedenkt, meine Häuptlinge als Machtdemonstration hinzurichten. Das werde ich nicht zulassen. Ich werde alle erniedrigen, die sich mir widersetzen. Du gehörst mir. Zurück an die Arbeit. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Komm zu mir und gehorchen mir. Er ist schneller als der Wind.
Gut, dass ich den Ring wieder voll aufgeladen habe. Oh. Komm schon. Und nochmal. Gehorcht mir oder sterbt. Ist doch ganz einfach. Was ich tue, ich kämpfe. Komm, schlachte die letzten ab. Ach, das ist süß. Komm schon, Häuptlinge, erscheint und stirbt. Schreckensblick. Oh. Leicht theatralisch, der Gute. Ja, deswegen erwische ich dich auch die ganze Zeit. So blöd, dass ich das nicht beenden kann. Tja. Und da ist der andere. Görfel der Wuchtige. Oha. Stiehlt vom dunklen Herrscher. Verwirrst unsere Uruks. Du bist ein Monster. Ein Monster, das dir jetzt den Chaos macht. Habe ich die Wahl zu sterben oder wirst du mich auch verderben? Yep. Ich werde jetzt gebraucht, aber erst muss ich hier noch ein paar Orks verwirren. Ebenso wie ihr. Komm auf meine Seite. Ja, zu spät. Hast du das gesehen? Der wahre Herr der Ringe. Oh Gott, nein, ernsthaft. Die Truppen des dunklen Herrschers sind in Auflösung begriffen. Jetzt, da sich alle seine Häuptlinge
unter deiner Kontrolle befinden, fordert dich Sauron im offenen Gefecht heraus. Tja, diesen Kampf werden wir in der nächsten Folge erst zu sehen bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran zu sehen, wie die letzten Häuptlinge vor uns auf die Knie gefallen sind. Denn jetzt, in der nächsten Folge, heißt es nur noch der dunkle Herrscher oder wir. Wer wird wohl diesen Krieg der Ringe gewinnen? Finden wir es heraus.